waren die Frauen der Kriegsgeneration, die auf die Straße gingen, um für die Rechte und Gleichheit der Frauen zu demonstrieren. Und damit auch das alte Rollenbild der Frauen in Frage stellten. Es war und ist eine soziale Revolution ohnegleichen, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in der ganzen westlichen Welt stattfand. Die Töchter dieser Mütter sind heute zwischen 50 und 60 Jahre alt. Sie haben durch die feministische Bewegung Chancen und Möglichkeiten bekommen, anders als ihre Mütter, sich aus eigener Kraft eine Existenz aufzubauen, die unabhängig von ihrer Rolle als Frau und Mutter war. Doch wie haben sie sich entschieden? Von ihren Müttern konnten sie keine Hilfe erwarten. Nicht, weil diese nicht wollten, sondern weil es einfach keine Erfahrungswerte gab. So sind diese Frauen eine Generation, die sich selbst erfinden musste.